So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Letztes Mal haben wir. Erst hätte ich gedacht, wir hatten einen Part, in dem ich Twigs Level nicht geschafft habe. Dann habe ich nochmal 20 Minuten aufgenommen. Und siehe da, es sind Dinge passiert. Oh mein Gott. So, und jetzt haben wir vor uns einmal das Coated is your Hot Pyramid Level von Rasierer. Das Toad's Fishing Trip Level von Mobilette. Ich weiß gerade nicht mehr, woher der kam. Wer war das denn? Ist das der Typ, der Musik gemacht hat oder? Ja, genau. Der hatte auch so ein Musiklevel gemacht. Okay, ich verstehe. Und dann hatte ich die anderen angeschaut. Kann das sein? Nein, das war der Toho-Typ. Das war der Toho-Typ. Ja, jetzt. Genau. Die anderen, stimmt, die anderen Level von dem haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Könnten wir auch dann machen. Könnten wir auch nachher machen. Aber wir fangen mit dem hier an. Dann kann ich auch dabei quatschen. Oh Gott. Hast du wieder was Schwieriges gebaut? Diese Abschlussrate und dieser Weltrekord. Oh Himmel, okay. Ich bin gespannt. Ich hoffe, du hast nichts allzu Schwieriges gebaut und du kannst mal spielen. Das war gerade so ein riesiges Ei, aber das ist ein normales Yoshi, ne? Also halt ein rotes, aber das Ei kam mir gerade zu groß vor. Ah, okay, seine Coins hat er auch wieder versteckt. Manche Dinge ändern sich nicht. Kann ich die eigentlich? Nein. Also einfach durch. Okay, wirkt doch bisher wie ein gewöhnliches, schönes Level. Ich werde gleich bereuen, dass ich das gesagt habe, aber bisher ist es halt so. So, wir bleiben lieber vorne. Oder so. Hauptsache, wir sehen, was los ist. Und da schon die zwei. Okay. So. Bin gespannt, ob es problematisch wird. Hat sie die anderen nicht gefallen, aber es passt. Da ist mein Checkpoint. Und jetzt geht's in die heiße Pyramide. Aber wir gucken erstmal kurz hier hoch. So, also rein in die heiße Pyramide. Ah, das Pyramidenteilset aus Dings gibt's nicht, ne? Das wäre natürlich hier besser gewesen, aber das gibt es dann, glaube ich, nicht. Man kann hier nur das Castle-Teil sein. Ja, das gibt es nicht. Yoshi bleibt. Oh Gott, Yoshi. Ah, der bleibt hier. Das ist ja cool. Sehr schön. So. Bisher wirkt es immer noch wie ein normales Level. Bin wirklich gespannt, was hier. Ah, das ist jetzt ja doof. Ja, tschüss. Wofür hatte ich jetzt Yoshi? Komm nicht da hoch. Will ich da hoch? Aber ich komme da halt nicht hoch. Kann ich im Moment, kann ich mit Yoshi? Hey, weg ist er. Kann ich mit Yoshi Wandsprünge machen? Nicht, ne? Was ist da? Wie komme ich da hoch? Ich brauche einen Dreisprung, aber den kriege ich nicht hier aufgebaut, so. Das gibt's doch nicht. Kann ich? Ich komme da nicht hoch. Ich kenne mich nur mit Yoshi, aber ist ja egal. Wir können ja nachher gucken. Da komme ich jetzt noch nicht ran. Da ist die letzte. Okay. Ja, Moment. Ah.
Von da drüben muss ich los. Verstanden. Das hat ein bisschen gedauert. Gut, und dann hier rein. Oh boy. Das war aber ganz vorsichtig jetzt hier. Nein! Ach komm! Mist. Okay, das machen wir ganz vorsichtig. Nein, 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 wir gehen nicht auf Neustadt. Oh Himmel, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. So, ich bleib hier in der Ecke. Wenn er jetzt... Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Kriege ich das hin? Kriege ich das hin? Nein, wir machen das mit zwei Ecken. Ist mir sicherer. Oh nein, ich bin so doof. Oh komm, das kann doch nicht so schwierig sein. Jetzt verliere ich hier meine Zeit. Nein, ich glaube, man kann das trotzdem hier in der Mitte kriegen. Ah, jetzt war ich zu schnell. Nein, 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 wir gehen nicht auf Neustadt. Oh, da muss ich mich echt zurückhalten. Dass ich das nicht drücke. Gut, einmal noch. Und dann war's das. Und es geht wieder raus in die kalte Wüste zum Ziel. Nochmal ein Leben hier oben versteckt. Ja, nice. Und dann kann man sich von hier auch noch die Flagge holen. Cool. Schönes Level. Schönes Level. Absolut schönes Level. So. Ja, der ist jetzt auch nur kurz der Rekord, weil den kann man relativ schnell schlagen, aber es ist ja egal. Ist ja egal. So. Jetzt gucken wir uns das hier an. Sollte also machbar sein von den Abschlussraten her. Muss der sterben oder was? Weil ich dann Schlüssel krieg? Jetzt greift er sich den halt nicht mal, ne? Greif zu! Ja, oder den. Ist auch in Ordnung. Jetzt muss ich erstmal zurücklotsen. So. Ja, was soll ich hier tun? Muss da wirklich der andere Toad, der andere Goomba drauf? Okay. Sensationell.
Oh! Habe ich die jetzt gedrückt dadurch? Nein. Um auf den mitzunehmen. Hört doch mal auf den... Oh mein Gott. Das war nicht, was ich wollte. Kann ich es jetzt überhaupt noch machen? Nee, jetzt kann ich schon nicht mehr machen, ne? Greift den jetzt halt... Aber wie ist das, wenn er den greift, ist aber blöd, weil... Oh Mist. Okay, also ich brauche die drei Goombas. Die Koopas nützen da gar nichts. Das ist ja interessant. Sind die da wirklich schwerer, ja? Okay. Meinetwegen. Hä? Müssen die anderen auch jetzt doch noch hin, oder was? Muss ich doch am Ende alles fischen. Ah. Okay. Das, den soll er eigentlich nicht fischen. Außer er könnte jetzt damit irgendwie den P-Switch drücken, aber das kann er ja nicht. Oh, warte, wenn ich den so... Oh, das geht gar nicht. Das ist ja blöd. Wie soll denn am Ende der P-Switch überhaupt gedrückt werden? Ich dachte, der Fisch soll den drücken, aber der Fisch kann ihn gar nicht drücken anscheinend. Ich kann ihn aber halt auch nicht drücken. Der holt den sich immer, das kann ich gar nicht verhindern. Oh, das ist jetzt nicht gut. Nicht, dass der mir hier wieder... Ins Gesicht schm... Och, nö. Okay, wir lassen das Level. Das ist mir zu doof, da hinten zu sterben ohne Checkpoint. Das sehe ich nicht. Dann gucken wir mal... Dann gucken wir uns mal die anderen von ihm noch an. Mario Gear Solid. Vielleicht könnte jetzt so eine Stealth-Mission sein oder sowas. Ah ja. Ja, das ist die Kiste. Das ist die Kiste, ne? Das ist die Kiste von Metal Gear. Ja.
Und jetzt mache ich den hier und dann läuft der hier durch. Ah, coole Idee. Ah, das Reset-Door. Ah, verstanden. Das wollte ich nicht. Das war knapp. Oh boy. Ja. Geht es dann weiter? Ah ja. Alles klar. Ja. Na, das wollte ich nicht. Sehr smart. Kann ich nicht einfach mich direkt ducken? Oder geht das aus dem Rennen nicht? Ich wollte halt schneller sein. So, okay. Es geht also schon. Oh nein! Ich will doch nur ein bisschen Gas geben. Okay. Gas geben ist wohl nicht. Wie mache ich das jetzt? Ah! Muss es nur anders timen, dann kommt der zweite nicht. Oh boy! Oh, das wird nix. Gucken wir nur mal an, was so alles noch kommt. Okay, da komme ich jetzt halt nicht mal durch. Da käme ich jetzt halt nicht mal normal durch. Ja, möchte ich jetzt eigentlich gerade auch nicht weiterspielen. Fand ich jetzt nicht so spannend, das Level. Backward Creature, was? What? Okay, ich habe keine Ahnung. Möchte ich mich jetzt auch nicht aufhalten. Dann sind die anderen Level von Momolette für uns erstmal durch. Das war ja merkwürdig. Dann habe ich eine ID von Aggressor bekommen. Auf Twitter. Zu einem Level mit, wie er es schreibt. Ich habe gehört, du magst Wirbelwinde. Falls du direkt aufgeben willst, das Level ist gar nicht mal so lang. Wir gucken mal vorsichtig rein, aber wenn das jetzt irgend so ein Wirbelwind-Kaiso-Kram ist, dann werde ich das wohl auch eher nicht machen. 2B2. QTG. Frostbite. 0,57. 40 Sekunden Weltrekord. Okay. Let's go.
gerade besser geklappt. Okay, ich muss den einfach machen lassen, dann klappt das besser. Aha. Ja, das ist... es fühlt sich komplett random an. Sheesh. Ja, okay, wenn ich's einfach machen lasse, dann läuft es tatsächlich einfach hoch. Ist in Ordnung. Das geht in Ordnung. Das dahinter geht nicht in Ordnung. Oh mein Gott, was? Na doch, das geht in... Oh nein, nicht schon wieder... Oh, diese Stacheldinger. Da habe ich halt immer nur ein oder zwei Versuche, um hochzukommen. Also hier einfach machen lassen, hat bisher jetzt immer funktioniert. Und dann einfach hoch. Okay, das ist gut. Das ist okay. Kann ich mitleben. So, hier ist eigentlich auch nur die eine Stelle problematisch. Wenn man dann direkt hochgeht, geht's ja auch... Oh nein! Geht's ja auch weiter. Wait, ich muss... Nein, ich muss den hier drücken. Oh Gott, es steigt auch noch ein Quatsch da unten hoch. Ah, das kommt auch noch. Okay. Ach, komm. Nein. Will ich ja auch gar nicht. Das ist auf jeden Fall ein Level, mit dem man lernt, mit den Dingern umzugehen. Lel. Nein! Lass mich da durch! Nein! Oh! Schritt für Schritt, jedes Stück eine Etage höher. Uff. Lass mich da jetzt raus! Mann! Nein! Ich muss den sofort drücken. Ich muss den sofort drücken. Nein, das darf ich hier nicht. Ah! Gerade da eben nicht. Gerade da nicht. Das Ding Quatsch. Alter! Ja, cool. Nein! Will ich nicht. Sheesh.
Wieso hat das jetzt wieder nicht geklappt? Oh oh, ah, gut. Hat sich noch nie ausgelöst gehabt. So, jetzt. Nein! Ich komm nicht mehr raus! Alter, was ist denn das für ein Mist da oben? Es ging doch vorhin auch. Hä? Ja, geil. Es gibt's nicht. Ja, cool. Super. Großartig. Bin begeistert. Wieso geht denn das da oben nicht mehr? Ging doch vorher auch. So. Okay, du. Das war jetzt ungünstig. Ich hätte jetzt gedacht, was du hat. Ah, oh, der ist zu bald. Der hat zu bald gewackelt, ne? Scheiße. Vielleicht warte ich dann den ersten ab und laufe erst danach los. Weil der. Ach, Mann, ich habe den Switch drücken können. Ich hatte das Timing für den Switch und dann habe ich den Rest verhauen. Ach, Mann. Nein, ich habe schon wieder den gleichen Fehler gemacht. So, raus jetzt, raus. Toll, ich. Die Stelle da oben ist dumm. Die Stelle da oben ist richtig dumm. Alles andere kann man ja kontrollieren, aber das da oben kann man überhaupt nicht kontrollieren. Na, super. Super. Großartig. Toll. Gut. Nein! Ich komme darum überhaupt nicht klar. Oh! Komm schon.
Hä? Okay. Aber bin ich jetzt wieder dumm? Toll. Jetzt gehe ich auf jeden Fall noch mal einmal durch und dann ist er wieder falsch. Oh, es ist toll, echt. Beste Stelle des Spiels, auf jeden Fall. Des Levels. Nein, wieso mache ich denn schon wieder diesen Schwachsinn? Gut. Das war neu. Sag mal, bin ich denn jetzt? Hä? Was ist denn jetzt los? Lass mich da, du Mann! Ey, die Stelle kotzt mich an. Kann doch nicht sein. Ich hasse es, das habe ich schon öfter gesagt. Sage ich auch immer wieder gerne. Wenn ich keine Kontrolle habe. Wenn ich nicht die Kontrolle über das Spiel habe. Und die habe ich an der Stelle nicht. Das ist super unfair. Ich kann nichts machen. Guckt euch diesen Scheißdreck an. Ich kann an der Stelle nichts machen. Wenn der RNG-Gott mich nicht lieb hat. Ich kann nichts machen. Super. Ich weiß halt, ich hab keine Ahnung, wie ich das hier reguliere. Ich kann nichts machen. Oh, da macht mich das aggressiv. Ich höre gleich auf. Sehe ich wegen der Stelle echt nicht ein. Der Rest könnte gehen, keine Ahnung, aber diese Stelle kotzt mich an. Das regt mich viel zu sehr auf. Lass mich jetzt durch. Nein, jetzt drücke ich den wieder nicht. Aber das ist ja mein eigener Fehler. Wenn ich da oben dann versage, dann ist es mein eigener Fehler. Aber die Stelle da, die ist stupid as fuck. Toll!
keinen Bock auf den Mist. Sorry. Der Rest scheint okay zu sein, aber das, die eine Stelle ist einfach nur dumm. Was hat der noch so gebaut? Ich hoffe, man hört übrigens das Bohren gerade nicht. Ah, so geht das. Okay, man muss es einfach nur richtig timen, oder wie? Was ist denn dann der richtige Moment? Also hier ist es die Lücke. Da eigentlich auch. Okay, keine Ahnung, was jetzt kommt. Okay, da muss ich direkt weitermachen. Okay. Oh boy. Ah. Okay, dann geht's aber noch ein bisschen anders weiter. Okay. Boy. Hä? Oh, bin ich da drauf gelandet jetzt? Oh nein. Ups, zu schnell. Bald, zu, keine Ahnung. Aber alles fair, ja? Das ist jetzt halt Skill, wenn man es nicht hinkriegt. Das da drüben, der Scheiß mit dem, mit den Ringen und dem, nee, das war kein Skill, das war einfach dumm. Was mache ich denn jetzt wieder für einen Quatsch? Ah, habe ich zu bald, bin ich zu bald gesprungen, habe ich gemerkt. Huch! Das war neu.
Ah, Mann! Sag mal, was ist denn jetzt da oben los? Jetzt mache ich wieder Quatsch. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt angekommen, wo ich es lassen sollte. Nein, will ich auch nicht. Ich meine, warum hat er eigentlich was dagegen? Aber will ich ja auch gar nicht. Ich will einen Schnellknopf für Neustart. Das will ich. Da wäre ich sehr zufrieden. Wieso starten wir hier aus? Ich kann doch auch gleich hier starten, oder nicht? Oh boy, das war neu. Aber ich habe gemerkt, dass es nichts wird. Jetzt komme ich nicht mehr runter zu dem großen Swamp, ne? Doof. Eigentlich anders vorgestellt. Bin ich denn jetzt dumm? Hä? Was ist denn los? Ich check's grad nicht, was ich falsch mache. Vorhin ging's doch immer. Vorhin bin ich 1A durchgerutscht. Hä? Das sind immer dann so Sachen, wo man sich fragt, ob man noch ganz zurechnungsfähig ist, ne? Ich mache nichts anders. Jetzt geht's hier wieder nicht. Alter! Das war auch interessant. Das war auch interessant. Ah, ich hör gleich auf, keine Sorge. Wir werden das jetzt nicht die ganze Zeit uns anschauen. Ich würde mir dann noch ein anderes Level von dem anschauen wollen. Der hat einen interessanten Baustil. Und hier ist bisher auch nichts unfair, ne? Hier ist nichts unfair. Das andere war halt dumm. Ich kann's... Seht ihr das anders? Würde mich schon interessieren, aber die Stelle ist komplett unkontrollierbar. Mal komme ich durch, mal nicht und das... Nee, sowas nervt mich. Sowas möchte ich nicht spielen. Das macht keinen Spaß. Okay, wir sind mal wieder hier. So, wo bin ich vorhin hängen geblieben? Ah! Ach so. Wahrscheinlich doch irgendwie auf der Ecke von dem gelandet. Ich will das nicht. Wenn es einfach den Schnellknopf gäbe, würde ich den ganzen Scheiß da nicht haben. Oh, oh. Ah, es passt. Es passt. Gut, wir sind wieder unten. Nein! Ich könnte ja von dem... Ich bin ja blöd. Ich könnte ja von dem nochmal neu abspringen. Nochmal neu runterspringen. Da muss ich mir ja gar keinen Stress machen. Ich bin ja doof.
kann ja einfach sagen, ich lande halt hier drauf. Ist ja überhaupt nicht schlimm. Ich kann ja auch wieder runter. Und dann geht's damit Rutschen weiter, ja? Okay. Nein! Ah, ich wollte das anders machen. Ah, das geht, das geht, das geht. Das kann ich so machen. Dann nehmen wir jetzt eigentlich schon auf. Moment, ich muss mal ganz kurz hier OBS aufmachen. Oh Gott, wir sind schon wieder bei 57. Ne, 47 ist das. Trotzdem, Aber das würde ich jetzt doch schon gerne noch weiter probieren. Mann, oh. Mann, Mann. Was haben wir zu dem Part gemacht? Wir haben das Rasierer-Level gespielt. Ich glaube, das war das Einzige, was ich geschafft habe, ne? Dann haben wir uns die Rätsel-Level angeguckt und festgestellt, dass die doof sind. Das Angellevel war das und die anderen von dem Typ mit dem Rückwärtssprung habe ich auch nicht gecheckt, wie das geht. Das Metal Gear Ding. War das alles in dem Part? Gott. Und dann haben wir noch den Wirbelwind, das Wirbelwind-Level uns angeschaut. Ist das echt alles in dem Part oder war das vorher? Jetzt bin ich verwirrt. Weiß es nicht mehr. So, hier drauf. Damit ein bisschen, da würde ich noch ein bisschen warten, dann geht das. Da warte ich noch ein bisschen. Oh oh, ah, es reicht. Okay. Hat nicht so gewirkt. Das soll mir recht sein. Nein! Ah! Ach, Mann. So, hier warten wir. Genau. Ah! Na, das ist der Plan. Das ist grob der Plan. Hat jetzt leider nicht funktioniert, aber das ist grob der Plan. Wüsste halt gerne, was da unten dann noch kommt. Nein! Ich hab's gemerkt, dass das nichts wird. Ich hab's gemerkt. Ach, Mann.
nicht sterben, sondern unten, wo wir auch gerade trainieren wollen. Ah, da muss ich... Wie mache ich das? Wie mache ich den? Die drei da hinten, wie mache ich die? Muss ich vor den dreien vielleicht runter? Oder... Ach, hör halt auf, das anzudrücken. Oh Gott. Ich weiß halt nicht... Ach, nee. Das dauert mir zu lang. Es ist ein schönes Level. Aber es dauert mir jetzt zu lang. Tut mir leid. Was hat er noch gebaut? You are a monster. Bubble Buddies. Local 2P only. Aha. Das schaue ich mir mal kurz an. Das interessiert mich jetzt, was da los ist. Wie gesagt, kann man nur lokal mit zwei Spielern, habe ich verstanden, ja. Aber wie ist das gedacht? One Player Exit. Okay, wie ist das gedacht? Einer löst das aus, oder wie? Ach so, zu zweit. Ah, ja, verstanden. Okay. Der scheint schon krasse Sachen zu bauen, ne? Könnt ihr dem Kollegen ja mal folgen. Aber naja, das hier oben war Mist. Das hier oben war echt Mist. Tut mir leid, aber das war Mist. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich würde gerne langsam mal wieder die Endlos-Herausforderung bei uns weitermachen, aber mal gucken, was so an Leveln halt kommt von euch, ne? Tschüss!